Cool. Ihr seht, das gibt auch EP und nicht wenig. Ja, doch, wenig. Sehr wenig. Das hier finde ich ganz cool, das Luftloch. Ich zeige euch das mal. Blub. Wenn es explodiert, bin ich da. Die Luftblase, was immer die macht. Stromschlag ist auch cool. Dann lade ich nämlich um mein Ziel ein elektrisches Feld auf, was Gebietsschaden verursacht. Ach Mist, nehme ich ja Kreid. Los, ich greife dich mal an. Oh, ein Leck. Also, der eine Blitz macht Schaden, der andere macht Blendung. Blindheit. Und ich blute, glaube ich. Also direkt mal beides drauf. Oh, ein Nahkämpfer. Also ihr seht, während meiner Hauptfähigkeit kann ich auch alle anderen beiden nutzen. Aber ich glaube, inzwischen müsst ihr das Spiel genug kennen. Ich habe euch da eigentlich doch... Ah! Heilung, glaube ich. Ein Schild könnte ich auch gebrauchen. Ich bin nämlich gerade echt in Bedrulle. Aber es läuft, es läuft. Ich habe ja alle meine guten Fähigkeiten für solche Situationen immer im Petto. Also die Utilities. Also komme ich da nicht... Oh, wo kommst du schon? Ach, nicht immer mein Bein. Haha. Also ihr seht, ich finde Blitz immer ganz toll. Gerade gegen Einzelziele. Aber ich versuche ein bisschen Feuer. Ne, mit Erde. Der Typ wollte Erde sehen, kriegt der Erde. Und das Coole ist, wenn man Erde ist, dann kriegt man weniger Schaden. Nur wenn man in Einstimmung ist. Und ich humpel. Neues Event in der Nähe. Ach so. Ah, ich muss ihm helfen bei seinem Erbstück. Scheiße, zwei Gegner. Gift. Zu stark. Oh, cool. Das macht ja relativ viel Schaden so. Wir machen das mal das Event mit meinen Kollegen hier. Auch wenn ich die gerade zum ersten Mal sehe, aber es ist mir egal. Für mich sind es meine Kollegen. Mich würde mal interessieren von euch, ihr könnt es ja, wenn ihr wollt, in die Kommentare schreiben, wie ihr meinen Kanal gefunden habt. Er ist unter mir, okay. Noch ein Nimros. Ich fühle mich gut. Oh, was ist das? Raketenturm. Mal sehen, der ist wahrscheinlich... Ah! Ja gut, der Gegner respawnt, da sollte noch dran gearbeitet werden. Es ist nicht angenehm, wenn die Gegner so spawnen. Das kann ich euch erzählen. Ja, das dachte ich mir. Solche Bosse teilen echt immer aus, wie man gerade im Chat sehen kann. Da muss sich jemand wie hart die austeilt. Och Mann, das ist dumm. An der Oberfläche kann man nicht kämpfen. Mein Bein! Lass mein Bein in Ruhe. Der wird jetzt mit Blutung voll gepumpt. Gift. Zu stark. Cool. Tägliche Siege. Wo ist denn der? Vielleicht hier auf dem Haus? In dem Haus? Ich habe schon mal überlegt, was man sowas hochkraxeln muss oder so. Echt jetzt? Cool. Nee, nur ein alter Mann. Okay. Kann ich euch helfen? Okay. Ich soll ihn einfach in Ruhe lassen. Vielleicht ist der Typ hier drin. Oh. Alte Frau. Mann, wo ist der Typ, den ich heilen soll? Hab euch gar nicht gesehen. Das ist nur ein Geist, oder? Wie kann ich helfen? Ja, anscheinend muss ich weiter nach unten. Wo ist der Typ, den ich wiederbeleben soll? Unter dem Haus hier? Okay, wenn ich ihn jetzt nicht finde bei diesem Rundgang hier. Ums Haus rum, dann kann er mich mal. Wird er nicht wiederbelebt, dann bleibt er tot.
Ich meine, wer an solchen Orten stirbt, ist selbst schuld. Okay, das war's. Ich lass ihn liegen. Ich mach mal irgendwo anders weiter. Seht, das Gebiet ist ausgelegt bis Level... Warum war ich denn noch nicht in Fort Chalmer? Dann ab zum Fort, ne? Na, das hatten wir doch schon. Die Moral wieder runter machen. Und das macht man am besten mit... Blitz. Mein Bein! Keep them off of my tail, and we will get this done. Ja, my tail. Ein bisschen mit Feuer hier. Feuer ist ja schon mal schön Gebietsschaden. Und ich habe den Skal auf mich gehetzt. Und, oh, ein Atari-Schmetterer. Man hat hier mal komische Namen. Mach Scheiße! Entschuldigung für das... für die harten Ausdrücke hier. Aber ich glaube, den kriege ich down, wenn meine Kollegen mir helfen. Ah! Boah, Glück gehabt. Nee, kein Glück gehabt. Dunstform. Hoffentlich kann ich mich jetzt hier heilen. Helft mir doch, Leute! Ich hoffe, ich komme durch. Endlich, danke. Erstmal auf Wasser und dann hochheilen. Ich fühle mich gut. Okay, ich mache einfach mal ein paar Blöcke hier überall, so ein paar Trümmersteine. Boah, ist das gerade ein Chaos hier. Keep them off of my tail. We will get this done. Ja, ich weiß. Das habe ich schon oft gehört. Den Herr Zentaur. Okay, die haben jetzt völlig in die Leere geworfen, den DC-3. Zack. Heilen mal. Heilen mal. Und ich habe keinen geheilt, weil alle voll waren. Natürlich. Hey, die Kämpfe sind, wie ihr seht, sehr actionreich. Ich fress meinen eigenen Staub. Nix da, abhauen. Ich krieg euch alle. Mehr werden kommen. Haha, ich krieg dich noch, ich krieg dich noch. Zumindest dich noch. War toll. Ja, könnte ich auch gerne, einfach. Könnte ich auch gerne können. Verschwinden. Okay, so viel dazu. Was kann ich sonst noch zu dem Spiel erzählen? Oder zu mir? Ich habe mir noch wieder Sachen ausgedacht, aber ich habe nicht auf meinen schönen Let's Play-Blog geschrieben. Könnten da Windgänger aufsammeln. Ein Spender. Klasse. Toller Spender. Okay, Seraphenüberreste. Nicht explodierter Stein. Was? Ich habe gerade Stein oder habe ich mich verguckt? Meteor! Jetzt kommt der zweite auch noch. Das ist unfair, 2 gegen 1. Aber warum greife ich auch eigentlich wehrlose Moas an? Die gar nicht so wehrlos sind. Mach doch! Ich hab hier noch. Ich fühle mich gut. Okay, ist doch nicht so einfach gegen wehrlose Moas. Okay, ich glaube, wenn ich den jetzt aufsammle, dann war's das. Ach, leck mich doch. Ach, das wollte ich gar nicht. War auch nicht schlecht. Kommt her und helft mir! Stehe. Ah! Gerade so. Ach, scheiße. Da hatte ich nicht aufgepasst. Ich habe gedacht, mit Eis kriege ich die. Aber ich hätte wohl lieber Feuer nehmen sollen.
Hä, bin ich wieder ein Level aufgestiegen? Wow, cool, bin ich sogar. Ihr seht, das geht rasend schnell hier. Danke, Bogenschütze. Leider funktionieren die Emotes noch nicht. Also sowas wie Danke geht nicht. Das Einzige, was ich kenne, was funktioniert, ist Sitzen. Erstmal die Belohnung nehmen und dann wieder Talentpunkte verteilen auf Wasser. Was kriege ich jetzt zu? Erhöhte Heilung und Vitalität. Ja, Vitalität ist gut. Okay, was kann ich mir schönes kaufen hier? Heiligendes Feuer möchte ich nicht. Möchte ich auch nicht. Verbrennen. Magnetschild, okay. Unverwundbarer Nebel. Nee, ich bin nicht ganz... Schwarzmagie? Ach so, ist wahrscheinlich das... die Utilities. Kaufe ich doch mal. Oh, nicht genug Fähigkeitspunkte. Nein! Na gut, wir geben mir noch hier mein Abzeichen, das ich habe. Okay. Vielleicht hat ihr was zu verkaufen für mich. Cool, hat sie sogar. Was kann ich denn kaufen bei ihr? Schwere Rüstung? Leichte Rüstung, ne? Oh, ja, das kaufe ich mir doch mal. Ne, das ist auch schwere. Leicht. Ach, das ist alles. Ja, es ist alles nur Bein. Okay. Komplett ausrüsten kann ich mich hier nicht. Schade. Oh, jetzt habe ich ein schönes Kleid. Tja, Beinkleid war hier wohl wörtlich gemeint. Ihr wollt schon die ganze Zeit da oben hin, ne? Ich lasse mich doch zu leicht ablenken. So, ich glaube, ich habe erstmal genug in Erde gekämpft. Ich hoffe, du bist glücklich, YouTube-Nutzer, der mich angeschrieben hat und was ich auf Erde spiele. Wie gesagt, andere Klassen kommen, sobald diese gelöscht wird. Oder sobald ich Level 30 erreicht habe. Ihr könnt, ich habe zum Beispiel Smarty LP. Auch ein ganz netter Let's Player. Der macht zum Beispiel einen Bogenschützen und einen Nekromanten. The ruins of Mud Bay Digs have long lain dormant on the shores of Viathan Lake. Recently, however, bandits have been spotted harvesting the area for metal scraps. The bandits have known ties to the Centaurs, and they must be stopped before they strengthen Overlord's Great Camp. Okay, erstmal meine Ausrüstung reparieren, obwohl die gar nicht so gedingst ist, aber egal. Mehr Leute sollten feilschen lernen. Ach so, ich kann noch verkaufen. Vitaler Stab behalte ich. Das ist eigentlich mein bester Stab, den ich habe. Moment mal, ich habe doch jetzt, ich guck mal nach, hier ein Beinkleid und da ist ein freier Aufhaltungsplatz drin. Tja, aufrüsten. Praktisch. Okay, anscheinend kann ich gar nicht reparieren, weil meine Rüstung nicht kaputt ist. Ah, ich bin gut. Auch weg damit. Die Stoffhose kann jetzt auch weg. Ein Huhn? lustig. Jobbar. Mehr Leute sollten feilschen lernen. Okay. Mein Kollege, mein Englischer muss jetzt gehen. Gut. Wir werden noch ein bisschen weitermachen. Ich gucke mal eben auf die Uhr, wie viel Uhr wir haben. Ich schreibe... Ach, erst Viertel vor 10. Morgen schreibe ich mal... Ich sage mal schreiben. Morgen habe ich meine mündliche Abitursprüfung. Aber ich bin so wach und eigentlich bin ich gut vorbereitet. Oh. Bitte nicht explodieren. Juhu, ein Meteor. Für mich. Nur für mich.
Unterstützt Fort Schall Salma. Und ein Felsbrocken.